Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Animal Crossing. Crossing, wie auch immer, ja. Viele können es halt nicht richtig aussprechen. Ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin auch Deutscher, ne? Die Deutschen sprechen eh nichts richtig aus. Boah, das lädt ziemlich lange. Heute kommt KK, ich bin richtig gespannt. Und ja, ich glaube, der neue Laden ist auch heute da, glaube ich. Glaube ich. Habe ich gestern noch was gemacht? Ich überlege. Dann müsste ich gleich mal kurz in meinem Ordner gucken. Aber ich glaube, ich habe nichts gemacht. Habe ich gestern... Nein, nee. Eigentlich habe ich wirklich gestern nicht mehr viel gemacht. Wir gucken trotzdem mal eben rein. Album. Den haben wir ja gestern gefunden. Oh, voll süß. Nee, habe ich den offscreen gefunden oder... Nee, ich habe ihn schon gestern in der Folge, glaube ich, gefunden. Den Süßi. Ja, cool. Genau. Da habe ich auf jeden Fall nichts gemacht. Deswegen drücken wir jetzt mal A und gucken, was passiert. Ich bin gespannt, Boah, das lädt aber echt lange. Was ist denn los? Ist mein Speicher voll oder was? Oh, die guckt so traurig. Okay, jetzt ist sie wieder glücklich. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 31. März 2020, 8.23 Uhr, hier auf Nimmerland. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemanden Neues auf unserer Insel, heißen wir Mischka, auf Nimmerland willkommen. Es freut mich, immer sehr neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. Und hier die nächste Neuigkeit. Heute hat die Schneiderei der Schneiderschwestern bei uns eröffnet. Wunderbar. In der Schneiderei gibt es natürlich jede Menge Mode, aber auch eine Galerie für eigene Designs. Seht euch neue Modestile an und vielleicht entstehen auch bald eigene Nimmerland-Trends. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. So, zum Abschluss habe ich noch etwas Besonderes anzukündigen. Der unglaubliche, unvergleichliche Musiker KK ehrt uns auf Nimmerland. Und nicht nur das, er gibt ein Konzert für alle auf der Insel. Wir übertragen live. Genießt die Show. Oder bin ich gespannt, Leute? Ich hoffe natürlich die King-CD, ne? Für Moritz, den King. Von Narnia. Danke, danke. Hey, Nimmerland. Es ist richtig abgefahren, heute hier zu sein. Das war immer mein Traum, schon damals als junger Welpe mit einer Pappgitarre. Ich wollte auf eigene Pfoten stehen. Dorthin gehen, wohin meine Straße mich führt. Immer auf der Suche nach einem magischen Ort, wo coole Leute wie ihr gemeinsam abfeiern und einem Streuner wie mir zuhören wollen. Nook ist da, Schlepp und Nepp sind da, sind alle da? Melinda ist da, ja, ich glaube. Sind die Dojos auch da? Ich sehe sie noch nicht. Ah, Schluss mit den sentimentalen Erinnerungen. Legen wir los. Zeit für den Groove. Nö, nee, die Dojos sind nicht da. Jawohl, dieser hier ist für euch. Coole Leute auf Nimmerland. Er heißt Neue Horizonte. Ich bin gespannt. Okay. Oh, es ist dunkel. Me,
Boah, wie viele Leute da mitgemacht haben. War es das KK? Nee. Okay, dann, wenn hier die Credits sind, dann heißt es eigentlich, die Story ist vorbei. Ja, wird dann auch so sein und jetzt sieht man halt einfach sein Inselleben. Oh, ich will einmal gerne seine Schnauze haben, also seinen Mund, seine Zähne. Schade. Okay, cool. War cool. War cool. Danke, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ja? Yeah, super, KK. Hattest du nicht früher Flecken im Gesicht? Nee, ne? Habe ich mir eingebildet, glaube ich. Wuhu, Zugabe. Zugabe. Fliegt der jetzt wieder weg, oder was? Cool. Oh Gott, was soll er denn hier? Grüß dich, Moritz. Na, hat dir das Konzert von KK auch gefallen? Oh Gott, kostet das Konzert was? Wer? Ich bin so froh, dass er bei uns aufgetreten ist. So was Wunderbares hier. Zur Feier des Anlasses schenke ich dir sein Lied Neue Horizonte. Oh, cool. Du brauchst nur etwas, das Musik abspielen kann. Dann kannst du es anhören. Viel Vergnügen. Ach ja, und noch was Tolles. KK hat unser kleines Inselchen anscheinend richtig gut gefallen. Er meinte, er würde ab sofort jeden Samstag am Abend bei uns spielen. Wenn man es mir früher erzählt hätte, ich hätte es ja nie geglaubt. Nimmerland 1, eine verlassene Insel, ist nun eine Location für erlesenste Konzerte. Ich kann dir gar nicht genug danken. Und alle anderen auf der Insel. Mein Paket war ein voller Erfolg. Ich hoffe, dass Nimmerland auch künftig immer schöner und lebenswerter wird. Oder das hört sich ein bisschen an, als ob er uns Tom Nook jetzt verlassen will. Du hast so viel zu unserem Glück beigetragen, kein Zweifel. Mit dir haben wir eine goldene Zukunft. Ach, und beim Thema Zukunftsmusik, ich hätte da eine nooktastische neue App für dich. Die macht unsere Insel noch toller und attraktiver. Hier, ich schicke sie dir gleich aus Nookphone, ja, ja. Kriegen wir die Wege-App? Ah, bitte! Oh, mein Controller hat vibriert. Ja, Inseldesigner. Oh, Wege. Endlich. Endlich kann ich Wege bauen, Leute. Erhalten? Gut. Die App heißt Inseldesigner. Knackig, wie? Dieses gute Stück aus der reputablen App-Schmiede von Nook Inc. erlaubt größeres Umgestalten der Insel. Anfangs kann man damit zwar nur Wege bauen, aber das ändert sich, wenn man ein paar Meilen investiert. Mit entsprechender Berechtigung darf man dann nämlich sogar Plateaus oder Flüsse anpassen. Ich sag dir, wenn du erstmal ins Inselgestalten hineinschnupperst, wird's für dich kein Erhalten mehr geben. Daher schon jetzt viel Spaß beim Sammeln der ganzen Gestaltungsberechtigungen. Ach, Nimmerland hat sich wirklich zu einem Inseljuwel gemausert. Ja, ja. In Zukunft will ich unsere Bewohner noch mehr in die Gestaltung unseres schönen Stücklands einbeziehen. Die Zukunft ist rosig, Moritz. Ich und Nook Inc., wir freuen uns schon jetzt auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir. Deine Ideen für Nimmerland werden auch in Zukunft Gold wert sein. Davon bin ich überzeugt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Yeah, wow, was für ein Auftritt KK da hingelegt hat. Jetzt wird langsam der Alltag wieder Einkehr halten. Aber das heißt nicht, dass man nicht jeden Tag genießen sollte. Genau. Animal Crossing ist immer noch ein Genießerspiel. Ein neuer Bewohner ist auf einen 5... Ach, okay, bla bla. Hast du Nook Shopping? Ich habe irgendwas gekauft. Campingkochsess habe ich gekauft. Oh, okay. Blumen gießen. Können wir später. Wir gehen erstmal in die Schneiderei, würde ich sagen. Ja. Ach, oh Gott. Hier haben wir direkt schon... So, einen Baum brauche ich noch, Leute. Einen Baum brauche ich noch. Einer ist ja fertig. So. Oh Gott, da will jemand was von mir. Okay. Hey, Zeit für eine weitere quasi professionelle Lektion in Sachen Körpersprache von mir. Diese Emotion zeigt Hilfe. Habe ich die nicht schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay, danke schön. Danke schön. Dann probieren wir die doch gleich mal aus. ZR und da ist sie. No, nee, das ist Neugier. Hier, Resignation. Okay, sehr interessant. Nook Meilen mal eben nachgucken. Ah, da haben wir was. KK Konzertkartenkäufer. Okay, super. Wie viel kriegen wir? 300 nur. Wow. Das ist ja hier läppisch. Ihr Leppenden. Diese schauen wir uns gleich an. Ich möchte mal eben hier. Ich tue da einen Tausender nur rein.
weil ich den dann gerne noch am Eingang dann stehen hätte. So als Willkommen halt. Ich nehme ich mir noch hier mit. Die Schneiderei habe ich ja oben gebaut. Wieso bin ich dann gerade eigentlich runtergerannt? Wie in ihrer. Verstehe ich auch nicht. Oh, die Blumen sind hier alle gewachsen. Sehr schön. Und dann gucken wir mal hier rein. 9 bis 21 Uhr. Wie viel haben wir? 32. Okay. Okay, okay. Da müssen wir halt am Ende des Partys da reingucken. Was gibt's hier? Schlüsselbrett. Ja, hätte man eins, aber naja. Oh, cool. Dann kann ich die Wege endlich machen. Oh, da freue ich mich ja schon Jahre drauf. Und die Berge dann wahrscheinlich auch irgendwann. Hallo, Nuki, Buki. Ich möchte gern den hier kaufen. Der sieht irgendwie cool aus. 6000, oh, nehme ich doch gerne. Danke, danke. Und ich hoffe, ihr erweitert euch jetzt mal langsam. Ja, weil ich werde hier langsam ungeduldig mit euch beiden. Ihr habt nämlich noch nichts hier beigetragen für uns alle. Das kleine Billo-Geschäft hier, das braucht kein Mensch. Oh, die Tapete ist schön. Oh, die will ich haben. Ich nehme alles zurück. Aber ihr könnt euch trotzdem erweitern. Okay, Leute. Haben wir hier neue Rezepte irgendwie bekommen? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Ja, danke schön, Nippy und Schleppy. Ich verkaufe aber direkt wieder ein paar Sachen an euch. Will was verkaufen? Sehr gerne. Was hast du anzubieten? Retroanlage, Lernschreibtisch, Mini-Werkbank verkaufe ich nicht. Das, dann den da. Ja, das war's erstmal. Ja, ja, dann rechnen wir mal zusammen. Oh, 7000, danke schön. Danke, danke schön. Ah ja, ich habe ein neues Outfit. Das ist von Ruby. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Weil ich nicht mehr weiß. Nicht mehr weiß. Ja, ich habe nach einem, ich habe einfach grün eingegeben. Green, also Animal Crossing. QR-Code Green. Und dann kam so ein grünes Elfenmäßiges, was ich relativ cool finde. Passt noch nicht so perfekt zum Hut, aber ist nah dran, würde ich sagen. So, wir haben jetzt 9 Bewohner, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay, das heißt, Mischgott Dingsi-Bumsi kommt doch. Das ist die falsche Farbe hier. Mann, ich hasse es. Ich will noch eine blaue Blume haben. Ich krieg die irgendwie nicht. Hier haben wir noch Nashornchen. Guten Morgen, Opel. Lass uns quatschen. Jede Menge gibt Schöneres als Sport, Alter. Alter, hier gelb. Gelb brauche ich auch nicht. Hier haben wir nochmal das. Oh, ist das schön, dass wir es geschafft haben, KK auf die Insel zu haben. Und dass wir jetzt uns gleich mal eben die neue App anschauen werden. Aber ich wollte nur eben kurz gucken, ob Gilliver jetzt hier am Strand liegt. Nee, immer noch nicht. Weil ich habe mich leider ein bisschen gespoilert lassen. Dass wenn man Gilliver irgendwie 100 oder 50 mal rettet, beziehungsweise hilft, dann kriegt man eine goldene Schaufel. Und das habe ich jetzt. Also ich habe versucht, dass er irgendwie jetzt mal langsam hier wieder antanzt, aber er will, glaube ich, nicht mehr kommen. In der ersten Woche kam er zweimal und dann nie wieder. Ich glaube, der mag uns einfach nicht. Der mag uns einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Das Gute ist, jetzt war KK da und ich habe die App, jetzt kann ich die hier rausschmeißen. Endlich. Endlich weg mit der. Ich hoffe, die zieht aus. Die nervt mich nämlich gewaltig. Hier sind auch zwei neue Blumen, aber die bringen mir auch nichts. Ach Mann. Ich brauche neue Blumen. Okay, Nuki Buki, ich komme. Ich komme rein, gestürmt. Hallo Leute. Hallo Nuki. Nuki, komm doch mal bitte. Komm mal bitte her. Ah, Moritz, hallo, hallo, willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Wir können die Einweihung feiern. Ah, willst du mitfeiern? Okay, Schneiderei. Ja, habe ich Lust. Hat zwar noch nicht offen, aber wir können schon mal reinfeiern. Oh, ist das voll da. Also dann, die Schneiderei wurde nun fertiggestellt. Also wollen wir alle mal klatschen. Vielen Dank. Nimmerland entwickelt sich prächtig. Ja, ist auch prächtig.
Wie ist auch alles prächtig hier. Ja. Ja, meine Nashörnchen rechts, ne? Ihr kommt alle noch weg. Aber erst muss Pamela entfernt werden. Oh, wir haben dann zwei Katzen. Wenn die Mischka morgen kommt. Und zwei Enten, oder was das da sind? Vögel. Und drei Dinger da, ey. Nashörnchen. Die müssen auf jeden Fall weg. Die will ich nicht in meiner Stadt haben. So, hier andenken, ein Foto machen, das machen wir natürlich. Ja, in dieser Sinne, die Schneiderei ist so, wir nehmen an, verdienen Abschluss. Genau. Yeah, schön. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Und dann komme ich an, damit ist die Feier beendet und ihr könnt wieder nach Hause gehen. Nice. Da. Ach, die Wege-App. Genau, die Wege-App. Ach ne, ich wollte die Nookminder noch nachgucken, was man da jetzt kaufen kann, bevor wir uns die App da anschauen. Hallo, ich bin wieder da, Nook und Melinda Schirn. Oh, guck mal, die machen Sport. Oh Gott, weg. So, 14.000 habe ich. Oh, ich habe 14.730 natürlich. Wie konnte ich das übersehen? So, Nookmeilen. Gewässerlizenz und Plateau. Oh, das kostet. Oh, okay, hier sind die Böden. Ich hätte gerne einen. Also entweder Stein. Holz möchte ich eigentlich nicht als Boden haben. Oh, der ist auch Steinweglizenz. Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Bogenpflasterlizenz. Das wird schwer. Nee, die will ich nicht. Aber die anderen sind echt gut. So, wir kaufen uns erstmal hier dieses. Oh, habe ich verklickt? Nee, habe ich richtig geklickt. Gut. Wir kaufen erstmal dieses Wasser und das andere da. Und dann kaufen wir uns ein Steindings. Vielleicht den unteren. Den unteren fand ich, glaube ich, cooler. Ja, yeah, freu dich. Yeah, mit Hilfe der App-Insel gar nicht Gewässer bauen. Super. Ja, sind wir eigentlich relativ chillig durchgekommen, ne? Wirklich, also. Nice, und ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe meine Wege-App endlich. Und jetzt heißt es nur noch, die Insel wirklich zu verschönern. Und es gibt ja noch andere Sachen, die man auf die Insel holen kann. Soweit ich weiß. Und da freue ich mich tatsächlich darauf. Ist echt ein schönes Spiel. Ich würde ganz gerne mal kurz gucken, wie viele Spielstunden wir haben. Steht er schon da? Ne, steht erst 10 Tage. Okay. Okay, dann nicht. Dann gucken wir uns das nicht an. So. Gehen wir mal raus. Jetzt ist natürlich das nächste Ziel, eine schöne Insel zu haben. Und natürlich hier Eugen alles zu bringen. So, wo ist das denn? Ich möchte eigentlich hier unten sein. Ich will das hier unten machen. Okay. Euch nehme ich mal kurz raus. Ihr seid mir ein bisschen im Weg, glaube ich. Ach, jetzt habe ich mir gar nicht den anderen Pflasterstein geholt, ne? Ach, ich hole mir den noch schnell, Leute. Wir müssen ja eh nur die Zeit hier rumkriegen, ne? Denn 31. März, 8.41 Uhr. Wir haben noch 19 Minuten Zeit. Noch 19 Minuten Zeit, irgendwas zu machen. Aber wir können gleich mal auf dem Campingplatz vorbeischauen. Ob da jemand ist. Nookmeilen einlösen. Bogen. Nee, ich will den anderen. Ich will den. Steinweg-Lizenz, ja. Ja, einlösen. Super, danke schön. Düt. Mein Handy vibriert. Düt. Mit Hilfe der App Insel Designer kann ich jetzt Steinboden machen. Super. Super toll. Ich hoffe, man kann den Boden hier auch noch ändern. Das finde ich auch noch ganz cool. So. Okay, dann probieren wir jetzt mal die App aus. Hier.
Mithilfe dieser App kannst du Bauarbeiten durchführen und so die Insel umgestalten. Gegen Nookman erhältst du am Nookportal zusätzliche Wegarten weiter. Okay? Nee, Anleitung brauchen wir nicht. Glaube ich. Bau. Anweisungen machen. Die App-Insel-Designer ist bereit. Okay? Hui. Plus, ich ändere jetzt erstmal das hier und zwar nehmen wir den hier. So. Okay. Oh Gott, das kann ja dauern, oder? Kann das dauern? Das dauert ja jetzt schon Jahre. Okay. Kriegt man das nicht dahin? Das ist nicht gut, dass man das da nicht hinkriegt. Und so macht man die also so. Okay. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wo ist denn der Platz nochmal eigentlich? Der ist weiter. Aber man kann ja auch von der Seite kommen, oder? Wie soll man echt von unten kommen? Ich würde gerne eigentlich von unten. Will ich gerne von unten kommen? Ja, ich glaube schon. Oder nee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich doch von hier kommen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Mal den Weg bisschen dahin. Weiß gar nicht, ob ich hier schon runter muss. Nee, ich glaube nicht. Ah, hier. Hier hinten. Wir gehen mal einmal so durch. Würde ich sagen. Oh, vielleicht gucke ich dann auch mal in den ganzen QR-Codes nach Wegen. Die würden mich auch noch interessieren. Oh, jetzt habe ich hier ein Land gemacht. Ups, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Da wieder hin. Danke. Danke, danke, danke. So, und jetzt. Na, noch einen weiter. Noch einen weiter. Ach man, jetzt habe ich den wieder weggemacht. So. Wie ging das hier? Ich konnte doch irgendwas mit Steuerkreuz machen. Ach so. Aha. Wir gehen mal eben hier rein. Gucken mal eben, was wir hier nochmal bekommen haben. Vielleicht Wegemacher oder sowas. Gestalte deine Insel, genau. 500. Super. Na, hier. Nehmen wir dich wieder. Im Notfall können wir den Weg auch wieder wegmachen. Ein schöner Schmetterling, den ich nicht brauche. So. Kann man den auch schräg machen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal eben aus. Das würde mich jetzt interessieren. Das sähe dann so aus. Wenn ich das hier dann. Nee, ich möchte das nicht wegmachen. Ich möchte. Daraus so eine Kurve machen. Geht das nicht? Doch. Und dann möchte ich hier auch eine Kurve machen. Mal gucken, wie das aussieht. Das sähe dann so aus. Ich wo hier auch noch. Oh, jetzt ist der weg. Nee. Jetzt habe ich hier so eine Schlangenlinie, ey. So. Sähe es so aus. Ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Vielleicht gucke ich echt nochmal nach Designs. Für sowas. Aber das ist schon cool. Ja, ist schon cool. Super. Würde ich sagen, wir gehen mal kurz auf den Campingplatz. Gucken. Ja, nehmen das hier. Den Helm kann ich jetzt ruhig aufmachen. Oh, Pfirsiche kann ich auf jeden Fall noch ernten. Nachher. Hier ist leider keiner. Okay, schade. Vielleicht haben wir eine Flaschenpost irgendwo noch. Ein schönes Rezept wäre auch noch schön. Gucken wir eben auf die Zeit. Noch 14 Minuten, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, ist das schön hier. Ja, mir gefällt es hier tatsächlich schon richtig gut. Sieht man die Wege auf der Karte? Ja, sieht man tatsächlich. Okay. Okay, okay. Hier scheint keine Flaschenpost zu sein. Wir könnten die neuen Bewohner mal eben besuchen. Ob die zu Hause sind.
und ich hoffe, die schlafen jetzt gerade nicht. So, gehen wir runter. Und springen rüber. Rüber, rüber. Da hinten war ein Haus, genau. Hier müssen jetzt Mietz Dingsi-Bumsi wohnen. Die hat aber auch ein mietziges Haus, muss ich ja schon sagen. Hey Moritz, erinnerst du dich noch, was du mir bei unserem letzten Treffen geraten hast? Überraschung, ab sofort wohne ich hier, auf dieser Insel, ganz in deiner Nähe, nur einen Steinwurf entfernt. Das stimmt, du könntest auf mein Dach, glaube ich, Steine schmeißen. Abgefahren, oder? Jetzt können wir Party machen, wann immer wir Laune haben. Brr. Okay. Tschüss. Oh, die hat ihre Zunge rausgesteckt. Oh, das war cute. Das war echt cute. Oh, ich liebe ja die ganzen Bewohner hier, ne? Da oben war noch ein Fossil, das hole ich mir mal direkt ab. Können wir gleich nochmal zu Eugen gehen. Können uns, heute ist ja der 31. Ab morgen gibt es neue Fische und sowas. Können uns heute nochmal das Museum angucken? Vielleicht machen wir so, dass wir am 31. dann immer nochmal das komplette Museum dann anschauen werden. Beim April werden dann natürlich auch wieder neue Fische kommen, die nur im April da sind. Ne? Und... Oh Gott, hier ist Unkraut. Hallo. Hallo, Kleine. Hallo, ich grüße dich, Twitteriti. Heute wird ein ausgezeichneter Tag. Ja, das sehe ich auch. Ich freue mich gleich auf hier, ne? Kleidung, Kleidung. Eine Wasserpumpe? Warum würde jemand die draußen zurücklassen? Sieht aber schön aus. Das, die gefällt mir. Hey, hallo. Der Bewohner, der hier leben wollte, der wollte die haben. Und ich glaube, das warst du, oder? Anna. Habe ich dich ertappt, Anna? Was führt dich zu mir, Twitteriti? Du sollst gestern äußerst fleißig Fossilien ausgegraben haben. Sind die schon alle analysiert? Es wäre doch fantastisch, wenn ein seltenes Fossil darunter wäre. Ja. So, wir gehen hier runter. Oh, ich kann hier auch Wege machen, ne? Ah, super. Waren wir in diesem Haus ja eigentlich schon drin? Ich glaube nicht. Ist jemand drin? Oh, Lukas ist wieder unterwegs. Lukas ist immer unterwegs. Der nervt mich auch richtig. Mann, wieso sind die Leute alle unterwegs? Koala, bist du denn zu Hause? Nee, du auch nicht. Was habe ich hier für Leute, ey? Okay, ich könnte eigentlich auch die Zeit nutzen und hier schön gießen, gießen machen. Ich brauche ja noch die seltenen Blumen, Leute. Aber die geben mir Kohle später. Die geben mir Kohle. So, die gelben da hinten, die sind mir egal. Die kann ich auch nachher machen. So, abholen. 100, super. 200 sogar. 200 sogar. So, du schläfst wahrscheinlich, ne? Nee. Komm und such mich. Ja, cool. Ach, hier ist die Flaschenpost. Hat sich versteckt. Dann hoffe ich mal, dass auch was Cooles drin ist, ne? Flaschenpost öffnen. So. Von der Mizi. Pfirsich-Tapete. Cool. Die hatten wir tatsächlich noch nicht. Wie sieht die denn aus? Okay, sehr... Ja, was für ein Badezimmer oder sowas. Bist du denn zu Hause? Ja, einer. Wenigstens ein. Achso, das ist, glaube ich, unser neuer Bewohner. Oder? Ach nee, ist er hier. Okay, hi. Schau mal, ich mache hier was Tolles. Was denn? Ich bastle mir hier gerade einen Muschelspringbrunnen. Oh, cool, ein Muschelspringbrunnen. Ja, gerne. Oh mein Gott, cool. Also, ich hätte nämlich eigentlich ganz gerne so eine Art Muscheln überall herumliegen, so als Muschelstadt oder sowas. Fände ich ganz cool. Hä, was? Hat er mir das nicht gegeben? Oder habe ich Nein geklickt? Habe ich Nein geklickt? Nee, ne? Habe ich Nein geklickt? Oder bin ich einfach nur blind? Ach, ich muss das auch erlernen. Ich weiß jetzt, wie man einen Muschelspringbrunnen erstellt. Ja, ich war einfach nur blöd. Okay. Oh, schön. Oh, ich muss zum Strand, ich muss Muscheln sammeln.
Ja, tschüss, Nashorn. Wir sehen uns irgendwann wieder. Wenn die Zeit gekommen ist und der Feuerlord besiegt ist. So, Muscheln, ich brauche Muscheln. Hinten gibt es natürlich irgendwie nie Muscheln, deswegen gehe ich auch nie hin. Unnötiges Paradies hier, ey. Mann. Hoppy Doppy, das ist der teure Schmetterling, der interessiert mich jetzt relativ wenig. Die wachsen echt nicht, ne? Vielleicht sind die zu nah irgendwie, keine Ahnung. Warte, hier war eine Muschel, die brauchen wir aber wahrscheinlich gar nicht. Hallo Nashornchen, okay, vergiss mich. Oh, hier ist der Baum, perfekt. Perfekt. Wir müssen gleich mal testen, ob man den so ausgraben kann. Den würde ich nämlich gerne direkt neben den Eingang stellen. Sind das Riesenmuscheln? Oh, nur eine bis jetzt. Nicht so gut. Ja. Auf jeden Fall probieren wir das jetzt gleich mal eben aus. Habe ich Früchte? Nee, habe ich natürlich nicht. Dann holen wir uns mal. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 4. Ach, da ist gar nichts dran. Oh, ach da. Gut, ich dachte schon, ich müsste jetzt hier ewig laufen. So, ich hoffe, die Geldbäume kann man so platzieren und mitnehmen. Das soll nämlich dann Reichtum hier bedeuten, dass wir diese Bäume haben. Oh, und die kann dann auch keiner nehmen, weil wir werden darum Zäune machen. So, yam. Und nochmal essen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch 8 Minuten herumkriegen oder so. Och, jetzt habe ich die abgelegt oder was. Guck mal eben auf die Zeit. Ja, 6 Minuten. 6 Minuten, okay. Essen. Und schaufeln. Ich bin gespannt, ob es klappt. Okay, wir hätten den Baum. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Ob ich den jetzt hier einfach hinten hinstellen kann. So als Symbol für meine Leute, die hier drauf kommen. Dann kommst du nämlich weg. Mir fällt gerade was auf. Wenn der Weg 2 ist, dann möchte ich hier eigentlich noch gerne Blumen machen. Das heißt, oder einen Bogen machen. So einen Torbogen, so einen Muschelbogen. Das heißt, der müsste eigentlich auch weg, damit der Baum dann hier auch hin kann. Ah, habe ich nicht gut überlegt. Tut mir leid. Geldbaum. Pflanzen. Bitteschön. Und du musst ja auch leider von uns weichen. Und dann brauche ich wieder eine Frucht. Gib mal hier eine Orange her. Ich esse die auch gern. So, yam, essen. Super. Ja, lecker, schmecker. So. Da ist sie. Ausrüsten. So. Dann holen wir mal eben den anderen Baum. Wo war der denn nochmal? Ich weiß gerade nicht hundertprozentig, wo der war, aber ich habe ihn irgendwo stehen gelassen, meine ich. Warte, da drüben? Nee, oder? War der nicht hier? Bin ich jetzt komplett bescheuert oder was? Weiß ich nicht mal, wo der tolle Geldbaum war. Ist mir jetzt ein wenig peinlich. Hat er oben? Hier irgendwo hier unten sein. Nicht so mehr? Nee, eigentlich nicht. Orange, Kirsche, Orange. Hier wird wieder beim Anfang. Hier ist ja eine Geldbaum. Leute, ich stelle mich, glaube ich, ein bisschen blöd an. Warte, da war ja hinten. Hi. Der war da unten beim Campingplatz irgendwo. Da sehe ich ihn nicht. Ich bin doch nicht blöd, ich hatte doch 2. Den einen, den habe ich doch per Zufall doch gefunden. Nee, ist nicht euer Ernst, als ob ich den nicht mehr finde. Wo ist der? Hat er sich gelöscht, als ich ihn gefunden habe, oder? Das kann's nicht sein, Leute. Das kann's nicht sein. Nee.
ist das für ein Prank, Leute? Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich irgendwo einen Geldbaum habe. Habe ich mir das echt eingebildet? Nee. So blöd kann doch niemand sein. Oder habe ich den schon im Inventar? Nee. Nee, habe ich nicht. Aber hier ist noch ein Fossil. Dann gibt es echt 5. Okay. Dann habe ich, glaube ich, nie das 5. gefunden. Okay, ich war auch nicht jeden Tag hier oben drauf. Das muss ich dazu auch sagen. Hä? Wo ist denn der Geldbaum? Wo ist der Geldbaum, man? Oben auch nicht. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Ich verstehe es echt nicht. Wo ist der? Weiß es nicht. Wo ist denn der Geldbaum? Also hier war einer? Ja, okay. Den habe ich jetzt weggenommen. Aber ich hatte noch einen, glaube ich. Jetzt gehen wir einmal hier hoch. Geradeaus. Hier ist auch keiner. Okay. Dann gehen wir jetzt nach dem Rathaus wieder runter. Hier ist auch keiner gewesen. Verpeilt? Ich bin echt verpeilt, glaube ich. Ich glaube, es gibt keinen anderen, den ich habe. Hier. Oh mein Gott, ey. Ich wusste doch, ich habe nur einen. Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Hey, ich habe eine Orange gegessen. Junge, willst du mich verarschen oder was? Oh, Alter. Mann. Komm, essen. Yam, 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 essen. Dankeschön. So. Perfekt. Und dann pflanze ich hier dich ein. So, pflanzen. Essen. Ich raste gleich aus, Leute. Ich raste aus. So, dich mache ich jetzt zu. Dich mache ich auch sicherheitshalber mal zu. Und hier kommst du jetzt rein. Mein Gott, ey. Endlich. Das war aber auch eine Geburt hier. So, dann klauen wir uns jetzt hier noch ein paar Zäunchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück erstmal. Ich will nicht, dass jemand das Geld hier abmacht. Oder ich stelle einfach irgendwann Möbel vor. Mal gucken. Mal gucken, wie wir es machen. So, aufstellen. Da. Ich würde das eigentlich ganz gern testen. Ob ich den Baum auch so schütteln kann. Bin mir nicht sicher. Aber wenn der da geht, ist eh egal. Ach, da kann ich gar nichts hinmachen. Weil der da im Weg ist. Nicht dein Ernst. Ach, Mann, ey. Scheiß Haus, ey. Geh bitte weg. Geh weg. Ah, das war falsch platziert. Das war falsch platziert. Leute, ich brauche auch irgendwann hier Urlaub, ey. Das hat mir jetzt hier wieder Nerven geraubt. Probier mal eben aus. Kann ich A drücken? Nee, kann ich nicht. Super. Das ist sehr gut für Griefer und sowas. Das klappt schon mal nicht. 1, 2 brauchen wir für den und 1 für den. Dann passt das ja. Perfekt. Weg mit dem noch. Holzzaun aufstellen. So, und hinten. Perfekt. Und da kommt auch noch einer hin. Aber ich kann gerade noch keinen machen. Deswegen stelle ich den so lange dahin, bis Pamela endlich ausgezogen ist. So, jetzt können wir auch endlich mal die ja, komm, wir machen erst Kleidung und zum Schluss machen wir Dingsibums. Den Eugen. Den Eugenschirm. Wie viel Geld habe ich mit? 16.000. Mal gucken, ob es reicht. Ah,
Hallo. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, Moritz, vielen Dank, dass du diese tolle Stelle für unseren Laden gefunden hast. Wir haben beschlossen, uns auf Nimmerland niederzulassen und hier unsere Mode zu verkaufen. Ja, dann darf ich dich einmal durch unseren Laden führen. Gleich, wenn du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern wir jeden Tag, du weißt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Dort links findest du unsere Schneiderpuppen. Sie tragen immer die angesagtesten Teile der Saison. Wir ändern ihre Ausstattung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem inspirieren. Auch wenn dir an den Schneiderpuppen etwas gut gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen. Kommen wir nur zur hinteren Wand. Hier findest du eigene Designs unserer Kunden. Gerne stellen wir auch deine Designs aus und du kannst dir die hier gezeigten sogar kostenlos nehmen. Daneben ist das Designer-Tausch-Terminal aufgestellt. Hier kannst du Designs von Erstellern aus aller Welt bestellen oder sogar deine eigene hochladen. Zu guter Letzt noch die Umkleide. Den findest du ganz rechts im Laden. Dort kannst du alles anprobieren, was wir gerade anbieten, und zwar in allen verfügbaren Farben. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleideraum auch die Sachen, die wir nicht aufstellen. Ja, der Umkleideraum ist praktisch und du kannst auch sehen, wie gut dir da ein Outfit steht. Wir haben jeden Tag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Ich hoffe, wir werden dich häufig hier sehen. Ja, hoffe ich auch. Die gefallen mir jetzt nicht. Die Mütze da, ne? Die gefällt mir eigentlich schon sehr, sehr gut. Und dann spreche ich mal mit Tina. Weil früher war die richtig schüchtern und wollte nie reden, bis man es irgendwann geschafft hat. Entschuldigung, ich will jetzt nicht reden. Okay. Wisst ihr, was lustig wäre? Können wir das hier schon ändern? Welche Reihe möchtest du dir genau ansehen? Die untere, bitte. Ja, Mann, jemand von irgendwo hat es entworfen. Darf ich ausstellen? Aber sicher, könntest du mir zeigen, welches Design du ausstellen willst? Oh, schade. Nee, dann keins. Muss ich selber designen. Schade. Habe ich eigentlich gerade keine Lust zu. Das ist unser Umkleideraum. Dort kannst du Sachen anprobieren und sofort kaufen, was dir gefällt. Hier siehst du, wie sie an dir aussehen. Es steht dir jederzeit zur Verfügung. Ja, gucken wir mal nach. Lala. Na, aha. Oh, Smoking ist geil. Ich mag Smokings. Was ist das denn hier? Feierabend Maxi Rock. Lol. Oh, der Hut ist schon cool. Oh, Samurai Helm ist auch cool. Eine Harry Potter Brille, ja. Oh, frische hier Stiefel, ey, und Sneaker. Oh, ihr habt da richtig viel. Ich habe gar nicht nach rechts geguckt. Da ist das gleiche, ne? Jo, so in etwa. Die Brillen mag ich nicht so. Was ist denn das da? Achso, so ein Clowns Nase. Okay. Okay. Also ich möchte auf jeden Fall so ein Smoking haben. Oh, die Schleife gefällt mir nicht. Die ist nämlich gelb. Die mag ich eigentlich nicht. Dunkel oder... Dunkel, ich glaube, der ist besonderes, oder? Ich glaube schon. So, das auf jeden Fall. Dazu eine coole Hose. Lass mal gucken, welche. Ich finde weiß eigentlich ganz cool. Brille, weiß ich nicht. Brille, brauche ich eine Brille? Nee. Will ich eigentlich nicht machen. Nee, Socken brauche ich auch nicht. Wenn, dann trage ich solche. Schuhe. Irgendwelche coolen. Ich finde ja die roten haben meint ja auch was, aber die lilanen sind halt lila, ne? Und achso, weiter rechts sind da auch noch welche. Ich gucke gerade so ein bisschen durch. Ah, da gefallen mir die bis jetzt am besten. Nee, ja. Ja, ich würde sagen, das kaufen wir so. Ja. Ja, zur Kasse gehen. Kleidung gleich tragen, ja. Oh, super. Oh, sehe ich fein aus. Sehe ich fein aus. Ulalalala. Super. Danke, Tina. Ja. Was kann ich denn mit dir machen eigentlich? Gar nichts. Okay. Dann tschüss, Tina. War echt cool. Ist ein sehr, sehr schönes und gelungenes Geschäft. So, dann gehen wir noch hier zu Eugen. Eugen, ich komme. Oh,
mein Gott, der erste Gegner. Der erste Gegner. Gegner heute. Och, alter Schwede. Hallo Eugen, ich hab ein paar Sachen für dich. Fossilien analysieren. Du darfst ganze 6 Stück analysieren. Ich weiß nicht, ob ich alle 6 heute gefunden habe. Wenn ja, dann... Wow. Dann bin ich sehr, sehr impressed von mir. So, und wehe, da ist nichts dabei. Und wehe. Okay. Okay, okay. Jede Schwäne, jedes Glück. Okay. Kann ich Ihnen noch irgendwas helfen? Ja, ich will etwas stiften. Ich bin gespannt. 4. Okay, ist in Ordnung. Juramaya. Oh, interessant. Interessant. So, dann hier bitteschön. Ja. Ich freue mich. Dankeschön. So, dann gucken wir jetzt mal einmal komplett durch. Wir fangen bei den Insekten diesmal an, weil letztes Mal haben wir bei den Fischen angefangen. Das machen wir diesmal ein bisschen andersrum. Oder in einer anderen Reihenfolge. Och, hier ist auch Jessie. Hallo Jessie. Moritzfieb, willst du die Insekten angucken? Ich auch. Lass uns plaudern. Wir hängen also die angesagtesten Insekten ab. Wahnsinn, ich raste aus. Okay, tief durchatmen. Okay, rechts haben wir eine Spinne. Da haben wir diesen komischen Sackträger. Ich frage mich nur, was da mit diesem Baum ist. Ich habe noch irgendwie noch kein Tier gesehen, was an diesen Bäumen so geklebt hat. So mitten drauf, aber vielleicht kommt das noch. So, hier haben wir noch nichts. Vielleicht kommen da Wasserspinnen hin oder sowas. Ähnliches. Kann ich mir gut vorstellen, die Kois, die schwirren hier noch herum. Aber der schönste Raum ist natürlich der hier. Ne? Wo die ganzen Schmetterlinge drin sind. Es sind die schlafen. Ach nee. Was ist das hier? Ach so. Okay. Hier oben. Schild nochmal anlabern. Vielleicht erzählt er nochmal mehr. Nee, tut er nicht. Tut er nicht. Da oben ist auch nichts. Hier haben wir die Spinne. Da auf dem Baumstamm. Hinterm Baumstamm da so ein bisschen. Sieht man relativ wenig leider. Dann hier Gottesanbeter. Ach ne, ist keine Gottesanbeterin. Das ist eine Orchideenmantis. Das ist die Motte. Die Motte bekommt so einen hässlichen. Das tut mir echt leid, dass die so eingesperrt werden und die anderen nicht. Das ist echt. Wow. Aber der Raum ist schön. Mit den ganzen Schmetterlingen. Ah, und hier kommt bald noch mehr, Leute. Freut euch drauf. Wenn die schlafen, dann sitzen die hier auf dem Blumendorf. Das ist echt schön. Sehr, sehr schön. Ach, da schwimmt auch ein Koi im Springbrunnen. Das ist so lustig. Das finde ich cool. Der hat aber echt wenig Platz. Das ist vielleicht dann doch nicht ganz so cool. So, gehen wir einmal hier noch hin. Wir haben eine Biene. Eine. Irgendwas. Schmetterlingschirn. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt zu den Fischen. Mal eben schnell noch. Mal eben schnell noch. Zum Schluss, weil ich glaube, bei den Fossilien sieht man die meiste Entwicklung, wie viel man gemacht hat. Und vielleicht haben wir auch schon viele Sachen, die wir vollständig haben. Finde ich ganz cool. Ich würde mal mit so 4 tippen. Von 2 weiß ich, und wenn jetzt nur 2 weitere voll sind, das wäre auch cool. Oh, ich finde den Hintergrund also cool hier. Mit den Fischen, oh, schon schön. Hier haben wir nichts drin, okay. Ja, große Fische haben wir jetzt auch noch nicht gefunden. Das muss ich ja auch noch dazu sagen. Oh, ja, lad mal hier. Der Raum ist immer noch so schön. Oh, ich liebe diese Farbe. Ich hatte das hier gestern den ganzen Tag an. Ne, vorgestern. Weil das einfach ein schöner Hintergrund war. Ist ein schöner Hintergrund. Das Anglerfisch und der Riemenfisch. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ich finde zwar den Riemenfisch, den hätte man auch hier im großen Becken reinmachen können, weil der ist schon ziemlich groß. Und ja, diese kleinen Schwarme da, ja okay, dann werden die halt aufgegessen, aber ich denke, der Riemenfisch hat jetzt auch nicht die ganze Zeit Hunger, oder? Weiß ich nicht. So, meine Seeengelchens, die verschwinden ja jetzt auch bald. Wieso man, achso, man kann hier A drücken, okay. Und von oben runter gucken. Das ist auch cool. So ein Aquarium wünsche ich mir auch noch gerne in Dead by Daylight. Wo man dann gegen irgendwie Poseidon oder Triton kämpfen muss. Fände ich lustig.
dann die Fische da so überall herumschwirren. Finde ich schon cool, ja. So, last but not least. Also jetzt werden wir immer am 31. oder 30. oder 29. gucken, ob, ne? Gucken wir uns dann jetzt immer das Museum einmal komplett an. Genau. So, Freunde finde ich ein bisschen uninteressant, weil das hier ist schon so das Hauptding. So, ich habe gesagt 4, ne? 4 Stück. Sind da unkomplett? Ne, da fehlt der Schwanz. Okay. Gucken wir erstmal hier hinten. Einer. Da fehlt der Kopf. Der T-Rex ist auch noch nicht komplett. Das auch nicht. Hä? Bist du komplett? Sieh's nicht. Wir gucken mal. Hä? Brachiosaurus ist komplett. 2. Cool. 2 Stück hätten wir schon mal. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Fossilien zählen nicht, weil. Das wäre ja. Ne. Bah. Das wäre ja lame. Dann hätte ich locker 4. Also 2 Stück haben wir schon mal. Sehr gut. 3. Oder ist der Schwanz? Schwanz ist dran. 3. 4. 5. Wow. 5 Stück. Okay. Haben wir einen mehr als gedacht. Also vom Hirsch wusste ich es noch. Und noch von irgendwas. Aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich den wirklich wusste. Ja, Leute. Das war's mit einem wieder etwas längeren Part von Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing. Ist richtig cross. Quass. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Rechts ist die Playlist. Und wisst ihr, was wir morgen machen? Wir werden mal morgen gucken. Bisschen vielleicht schon Berge versetzen oder so. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Oder ich mache morgen tatsächlich mal eine Pause. Ja, müssen wir mal schauen, ja? Weil jetzt haben wir ja alles geschafft, ne? Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich haben wollte. Ich wollte nur diese Wegefunktion haben. Jetzt habe ich sie und jetzt denke ich mir so, oh cool, jetzt habe ich sie. Wie setze ich sie jetzt vernünftig ein? Ne, weil die Häuser stehen noch ein bisschen wirrwarr herum. Ich möchte zwar schon rechts oben gerne so in den Bergen so eine Bergstadt machen. Finde ich ganz cool. Ich guck mal eben, ob ich die Materialien... Ne, wir haben nur eine Riesenmuschel. Wir gucken mal eben, ob wir hier direkt eine Riesenmuschel haben. Damit wir uns den Brunnen noch machen können. Den würde ich mir sehr, sehr gerne noch eben schnell machen. Guck mal. So, Muscheln. Muscheln sieht schlecht aus. Sind das Riesenmuscheln? Oh, das ist eine Riesenmuschel. Und das da? Sanddollars, okay. Okay, wir gucken mal. Wir haben 4 Stück. Ich weiß nicht, wenn wir 5 brauchen, dann suche ich gleich nur eine. Etwas herstellen. Da ist er. Wir brauchen 5, Leute. Okay, wir müssen nochmal los. Und den können wir auch ändern. Verändern mit diesem Bearbeitungsding, sie Gestaltungskit. Okay, das machen wir noch, Leute. Das machen wir noch. Hallo, Pandischen. Ich muss ganz, ganz schnell sein. Na, schnell sein muss ich nicht, aber jetzt haben wir hier einen Weg. Das erleichtert mir die Suche. Du bist keine Riesenmuschel. Okay, probieren wir es hier hinten. Und. Hopp. So. Das ist sie nicht. Da ist eine Koralle, die brauche ich nicht. Da ist eine Muschel. Riesenmuschel. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Und jetzt benutzen wir zum ersten Mal die Notrettung. Notrettung rufen? Ja. Vielleicht kriegen wir dafür Medaillen. Ich bin gespannt. Hier spricht die Notrettung. Spezialisten für Klemme, Misserren und bla bla bla. Moritz von Nimmerland, ja? Bis zum ersten Mal. Ja. Wir helfen Leuten, die in irgendeiner Weise verstecken. Du sagst mir Bescheid und ich komme und mach schwupp. Bitte? Wie genau das funktioniert? Auf revolutionäre Weise. Mehr sage ich nicht. Bitte gib's Geheimnis. Ganz umsonst läuft die Sache. Aber nicht pro Rettung. Okay, komm. Für einmal können wir es mal machen. Ja? Für einmal können wir es machen. Ich möchte gerne nach Hause. Ja, alles Paletti. Ja, alles Paletti bei mir. Verflixte Köpfe. Wo wohnt er denn? Rette dich, wer kann? Okay. Aua. Ah, da werden wir ganz Knopfäuglein wieder aufmachen. Ach ja, eines noch. Ist ja nicht wichtig, was hinten rauskommt. Es zählt nur, wie viel Spaß man beim Machen hat.
Der Einsatz zählt, claro. Merkt ihr das gut? Okay. Okay. Lassen wir jetzt mal so stehen einfach. Na? Ich denke, ich werde dann auch nachher den Kredit fertig haben. Das heißt, morgen wäre dann schon der neue Raum da. Der wird dann wahrscheinlich nach rechts gehen. Assisa hat mir hier so eine coole Tapete. Haben wir das auch gestern gemacht? Ich glaube schon. Ich kann mich schon... ich bin so vergesslich, Leute. Es tut mir auch leid. Es tut mir tatsächlich ein bisschen leid, aber wir gucken uns mal eben die Optionen für den Brunnen an. Die interessieren mich nämlich doch sehr. Oh, ich muss das ja erstmal herstellen. Ich dumme Schirn. So, oh, hier. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Eines der schönsten Items vielleicht. Oh, der sieht schön aus, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, genug fürs Erste. So, gestalten. Etwas umgestalten. Muschelspringbrunnen. Okay, weiß. Sieht sehr schön aus. Braun, nicht so mein Fall. Rosa passt zum Brunnen. Blau. Oh, blau hat auch irgendwas. Silber hat auch was. Oh. Oh mein Gott. Silber oder lila. Silber oder lila. Das glänzt da richtig und das ist auch so schön. Perlmutt heißt das. Ich nehme Perlmutt. Hört sich ein bisschen an wie Perle. Okay. Aber das Lila war auch sehr, sehr schön, Leute. Wirklich. Ich konnte mich wirklich schwer entscheiden. Ja, den stellen wir jetzt auch hier konkret vor meinem Haus auf, damit den auch jeder sehen kann. So, genau hier neben die Hundhütte. Aber platzieren. Jetzt der Baum im Weg. Jetzt ist der Baum im Weg. Okay, wir platzieren ihn dahin, wo kein Baum ist. Hier. Hier ist kein Baum. So, Muschelspringbrunnen. Oh, hier ist kein Blitz. Okay, wir platzieren ihn hier hin. So, super. Platzieren. Oh, ist das schön. Den gucken wir uns mal eben kurz schnell genauer an. Wie geht das mit X? Oh, schön. Oh, da freue ich mich ja richtig. Okay, Leute, das war's dann mit Animal Crossing New Horizons. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder oder übermorgen. Wenn morgen kein Animal Crossing kommt, dann kommt auf jeden Fall irgendwas anderes. Wir werden sehen. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video.